Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio. Und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Ja, er ist jetzt nicht direkt bei mir, sondern hier oben in der Base beim Verteiler, weil er muss da ein bisschen was optimieren, weil wir festgestellt haben, dass wir jetzt schon sehr, sehr viel Kupfererz haben. Ja, wir haben zu viel Kupfer, das quillt hier so ein bisschen. Genau. Ich kümmere mich hier gerade, wie in der letzten Folge, noch mal ein bisschen um die Energieversorgung. Also ich werde das jetzt noch hier am Anfang noch mal ein bisschen machen, weil wir einmal kurz in der letzten Folge Energieprobleme hatten. Deswegen haben wir unsere alten Dampfmaschinen wieder aus dem Ruhestand geholt. Oh, ich sehe hier gerade, hier ist ja ein riesen Erzvorkommen, ein Eisenerzvorkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zubauen sollte. So, jetzt sieht das mit Gabax, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Achso, okay. Ich hatte eben das Gefühl, du hättest nein. im Satz aufgehört zu sprechen irgendwie. Ja, ich war gerade ein bisschen perplex, weil ja eben Eisenerz noch ist. So, ja, jetzt läuft hier weniger Kupfererz zumindest durch, das ist schon mal schön. So. Okay. Habe ich noch genug Solarzellen? Ah, also für die beiden reicht es hier noch und dann habe ich keine mehr. Ich probiere es mal mit den aktiven Anbieter-Tests. Ja. Oh, da fliegen wir schon gleich die ganzen Roboter los. War ja klar, dass das passiert. Verstopft? Nein, wir haben woanders noch die Nachfragekisten. Und jetzt wird für natürlich erstmal alles von den Anbieterkisten zur Nachfragekiste gebracht. Oh. Für Kupfererz. Ja, wie das so ist, ne? Ja. So. Dann werde ich jetzt hier mal zu diesem Kupfer laufen. Ach so, wie sieht's denn eigentlich mit Eisenerz aus? Haben wir da noch genug? Eisenerz, ja, wir verbrauchen auch momentan noch das alte Lager, sag ich mal. Da ist noch ein bisschen was drin. Ja. Weil das neue ist noch gar nicht angeschlossen, das neue Förderband. Weil das Ding ist, dann könnte ich theoretisch auch die Eisenvorkommen unten im Süden noch anschließen. Mhm. Ach du heilige Scheiße, hier ist ja ein Riesenwald. Ich muss ja den ganzen Wald erstmal roden. Ach du heilige Scheiße. Ehrlich? Ja, oder? Ja, das Ding ist, ich kann das zwar mit den Drohnen machen, dann habe ich ja so viel Holz dabei. Ach, wir können da sogar eine neue Station bauen. Warte mal, ich komm mal runter. Und zwar, dass wir da link zwischen den beiden Kreuzen einfach was runterziehen. Ja, stimmt. Das wäre eigentlich am idealsten. Ich baue mir mal ein paar. Muss mir noch mal ein paar Schienen bauen. So, erstmal die ganzen Bäume hier abfällen. Und das Holz werde ich erstmal wahrscheinlich in irgendeine Kiste stopfen. Zack. Ganzen Holzroden. So, hier kommt eine Kiste hin mit Holz. Und wenn es die Alien kaputt machen, na gut, dann ist das halt so. So, ja, juckt mich nicht. Ist ja nur Kupfer. Holz. So. Was? Ist ja nur Kupfer? Was? Wir haben Mangel und dann. Nee, jetzt haben wir ja keinen Mangel mehr. Du bist mir auch so ein Mangel. Ja, Mangelerscheinung bist du. Ja, das auch. Ja, das auch. Genau. Komm, so. Um dich zu holen. Ja, das ist hier alles ein bisschen komplizierter gerade anzuschließen. Das geht leider nicht so schön, wie das bei den anderen Vorkommen ist. Ja. So, es sind gerade alle Logistikroboter im Einsatz, finde ich gut. Die tun die auch mal was für Geld. Was für Geld? Das sind Niedriglöhner. So. Roboter als Niedriglöhner ist geil. Nee, die kriegen nur Strom, das reicht doch. Fällt mir ein, kann man eigentlich Logistikkisten. Nee, schade. Was kann man? Die Storage-Kisten, ob man die irgendwie begrenzen kann, aber. Die Lager. Alter, ja, was piept denn da schon wieder? Ja, weil die uns jetzt das komplette Lager gerade zuballern. Kupfer. Ach, nee, unten haben sie Lasertürme angegriffen im Süden. Im Ykorn. So, zack. Nein. So, jetzt. So, zack. Da kommt das auch noch an. Dann so. Dann drücken wir das noch da. Zack. Und ich werde jetzt schon sehen, dass ich nicht genug Abbaugeräte habe. Nicht? Nee. Nicht. So, warte mal, das mache ich anders. So, zack.
So. Und dann, warte mal. Das muss ich jetzt mal überlegen vorher. So. So, und dann komme ich mal runter. Ich habe wieder genug Schienen dabei. Mach ich so, genau. Jetzt noch nicht überfahren lassen. Bloß nicht. Sonst sind deine ganzen Materialien weg. Da habe ich Erfahrung mit. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So, dann machen wir das so. Jetzt passt es. Zack, zack, so. Zack, zack, zack. Ich muss erst mal gucken, wie wir am besten den Bahnhof bauen. Wo du am besten den Bahnhof baust? Wie? Ach, wie? Okay. Dann sag das auch. Und zwar ein bisschen lauter. Wie? Wie? Sehr gut. Wie in der Schule. Wie sagt man? Wie? Was? Es. Hä? Keine Ahnung. Das habe ich mir gerade ausgedacht. So, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich habe zwar noch 9 Stück, aber das ist hier gerade mehr als genug. Jetzt muss ich es erstmal mit Strom anschließen. Wenn ich denn hier vom Laufband komme. Ja, die sind so schnell, die Teile. So, da noch ein Ding und dann hier noch und da komme ich dann noch lang. Ja. Mal hier den Wald wegholzen. Ey. Genau, holz mal. Bin ich froh, dass wir die Logistikroboter hier, die Bauroboter haben, ey. So. Uns bedenken, wie lange wir immer gebraucht haben, um so einen Wald zu holzen, ey. Oh ja, das war ja eine Qual. Wo habe ich denn die großen, da, rosa Strommast? Den schließen wir den jetzt so an. Und dann einmal hoch. Oh. Oh, hallo. Inventar ist voll. Ja. Voller Holz. Ja, sage ich ja. Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken. Welche Seite muss nach unten? Es muss die. Hier, die Unterseite nach unten. Zack. Und jetzt kommt Strom. Sehr schön. Jetzt geht's da los. Achso, du legst schon den Bahnhof? Die Strecke? Ja, ich wollte gucken. Ich muss aber erstmal gucken. Ich glaube, das ist. Da ist noch einer nicht mit Strom versorgt. Muss noch ein Stück nach. Das ist noch zu lang, die Strecke. Die ist noch zu lang, die Strecke. Die ist noch zu lang, die Strecke. Ja, ich weiß. Hast du gehört? Nein. Sehr gut. So. Sehr gut, dass du es nicht gehört hast. So, zack. Zack. Kriege ich das mit 9 Stück noch hin hier? Das wäre natürlich echt ein Traum. Glaube ich nicht. 5 Stück? Oh doch, das kann gut sein. Muss aber nicht. Warte mal. Die muss ich ja einmal ranklatschen. Oh, 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 doch. Das passt, das passt. Gerade so auf den letzten Miner. Perfekt. Hoha. Den und letzten Miner? Ja, ich habe jetzt keinen Miner mehr in der Tasche. Sowas. Ja, sowas aber auch. Zack. Dann wird das hier angeschlossen und dann so. Ups, ne, so nicht. So. So, ups. Ja. Ja, verrutscht. Zack. Ja. Oh. Wie im Tattoo-Center, ne? Ups, verrutscht. Oh, passiert. Passiert. War nicht so schlimm. Zack. Genau, kann man ja abwaschen. Oh, nee, doch nicht. Nee. Schade. Schade. Genau. Zack. So. Wie willst du denn. Achso. Achso, soll ich das da hoch machen? Ja. Okay. Ich wusste nicht, wie nah ich rankommen muss, deswegen habe ich es jetzt einfach mal so gemacht. Und da kommt dann ein offizieller Bahnhof hin, oder? Nee. Genau, und der fährt von links nach rechts. Okay. Da muss ich jetzt aber erst gucken, wegen den Waggons, ne? Shit, man. Weil ich weiß ja jetzt noch nicht, wo da jetzt Waggons, wohin und wie und was und was. Na, no, jetzt nerven mich, jetzt piept mich hier meine Logistikroboter voll, ey, weil Inventar voll. Ja, dann piep mal zurück. Piep, piep. Ja, du musst mir einmal gerade den Waggon vorbeibringen, den Zug mit einem Bahnhof. Ja. Nee, warte, aber den Bahnhof kann ich selber setzen, ne? Ja, dann setz mal Bahnhof. Genau, ich setz mal Bahnhof. Vielleicht bin ich ja schnell genug und kann hier den Zug noch anhalten. Das wäre natürlich super. Hab ihn. Zack. Dann sag mir mal die Bahnstation. Ja, warte, ich nenne die jetzt Kupfer-Süd-Kartoffel. Was? Ja, weil das aussieht wie eine Kartoffel hier unten. Also wie eine Kartoffel mit Sprüß da unten. Mit nein, keine Ahnung. Nee, ja, genau. Die schon alt ist. So, jetzt kannst du ihn runterschicken. Du siehst mir auch aus wie so eine alte Kartoffel. Ja. So, los. Jetzt komm, lass ihn fahren. Also,
Der Zug. Das geht noch nicht. Wie, das geht noch nicht? Ja, geht nicht. Sekunde. Ach, da hast du noch gar nicht angeschlossen. Nee, die Seite hatte ich noch nicht angeschlossen, muss noch kurz warten. Muss mich noch mal kurz entmüllen lassen oder dann? Meine Güte, ja, dann muss ich das etwa gerade machen. Jetzt muss ich meine Beinerchen. Jetzt meine pass Beinchen aber auf, weil da könnte dann gleich der Zug losfahren, ne? Weil der steht. So. Der Zug kommt! Ja, gut so. Ich habe auch gerade die Strecke zugebaut. Ich dass weiß, dass fahren deswegen, kann. Deswegen, ja. Oh ja, da gehen die ganzen Lichter aus. Ich muss den anderen Weg nämlich noch mal bauen. So. In welche Waggons kann ich sie denn füllen? Ab 3, ne? Das kommt drauf an. Wir können auch für die Strecke einen separaten Zug irgendwie einsetzen. Ja, genau. Für die kurze Strecke einen separaten Zug. Geht's noch? Ansonsten kannst du ab 3, glaube ich. Ist hier von hinten gesehen ab 5. Ab von hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Weil der vierte wird ja befüllt und der fünfte nicht mehr. Okay, der fünfte nicht mehr. Genau, wenn ich den fünften, sechsten, siebten und dann die ersten zwei werden befüllt, ne? Ne, die ersten drei. Ersten drei, okay, perfekt. Dann kann ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also kann ich die drei, dann muss ich mal kurz eine Markierung setzen, zack. Die setz ich meine ersten drei, Marke. Genau. Aber hier kommt ja ordentlich viel Kupfer. Genau, ich setze mir eine Markierung. Zack. Zack. Und dann mache ich es auch nur von einer Seite. Das reicht ja hier. Wenn die so längs beladen werden, dann passen da ja deutlich mehr ran. Wenn es denn vom Strom reicht. So, mal hier den nicht so ganz runter. Bitte? Hm? Ich dachte, du redest mit mir, deswegen. Ja, ich sagte, ich hole hier mal den Rückweg runter. Achso. Den Rückweg. Ja. Du holst dir den Rückweg runter. Mhm. Was? Ja, das hast du gesagt. So, zack. Ja, aber nicht so. Also, wie du das meinst, ist ja dahingestellt. Es ist immer wichtig, wie man es versteht. Ja, oder wie man es verstehen will. Das hast du gesagt. So, zack, dann kann ich das hier abreißen. Ja. Zack, zack, zack. Ich weiß. So, warum kommt da jetzt noch kein Strom an? Achso, ja, muss ich natürlich erstmal hier. Zack. Perfekt. So, dann machen wir noch mal ein paar Lämpchen hin. Zack. Habe ich keine Schienen mehr. Du hast keine Schienen mehr. Nee. Das ist schlecht. Das hier. Das ist merklich schlecht. Okay, dann werden jetzt die drei Waggons befüllt, die noch frei waren. Und dann kann ich da unten noch das andere. Das ach nee, ich habe gar keine Minen mehr. Keine Erzförderer mehr. Aber ich werde schon mal den ganzen Wald hier roden, damit ich das dann mal machen kann irgendwann. Irgendwann? Ja, irgendwann mal. Mache ich jetzt nicht in der nächsten Folge, weil ich so schnell keine Förderer bauen kann. Und weil wir jetzt momentan, glaube ich, genug Kupfer haben. Was? Man kann nie genug Kupfer haben. Als nächstes werde ich mich erstmal wieder ans Öl wagen. Weil, ne? Ja, weil, genau. Ja. Oder wir müssen mal gucken, dass wir wieder ein paar feindliche Basen auseinandernehmen. Und zwar im Süden haben wir noch ein paar. Das wäre auch nochmal eine Idee, ja. Und im Osten haben wir auch noch ein paar. Und hier sogar eine im Westen, die schon ein bisschen näher gekommen ist. Die gerade nicht angreift. Ist sie denn näher gekommen? Ja, die ist uns näher gekommen. Aber nur körperlich. Achso, ja, dann ist ja alles gut. Mein Inventar ist voll. Ja, das ist ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. So, damit steht der Rückweg. Das ist schön. Gefällt mir. Dann programmiere ich den mal hier neu irgendwie auf alle seinen Wegen. All seinen Wegen. Von Test 1 nach. So. Jetzt muss ich erstmal auf die Karte gucken, nicht, dass ich dann Station vergesse. Werde ich hier jetzt mal so eine Wand ziehen. So, nach Kupfertropfen. Weil da können momentan noch die bösen, bösen Viecher rüber. An Einzel, N50. Zack. Und wer ist das hier? Kupfer, Kartoffel, Süd. Genau. Ja, Kupferkartoffel. Kupferkartoffel. Kupfer-Südkartoffel, ja. Zack. Ach, fünf ich habe hier sogar Station. Noch alte Munition. 1, 3, 4, 5 Stationen. Zack, das sollte erstmal reichen von der Munition. Zack. So. Ach, hier haben wir noch Kohle. Guck mal, hier ist auch noch Kohle. Können wir auch noch anschließen. Oh, shit, ich habe den. Was hast du denn da gemacht? Ich habe keine Ahnung. Warum bleibt der stehen? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe dem die falsche Station gesagt. Scheiße. Oh. Ja, dann musst du jetzt rückwärts. Das ist doch nicht Test 1, das ist Test. Oh Gott. Test 2, glaube ich. Dann musst du jetzt rückwärts. So, erstmal hier zumachen. Aus irgendeinem Grund blockiert er sich hier selber, obwohl der. Ach, ich glaube, der ist zu weit. Fahr doch mal manuell. Ja, der blockiert sich wegen den Signalen. Fahr mal manuell. Alter. Ist das zu langsam oder tust du das so? Nee, ich tue nur so, weil ich nebenbei gerade noch so den neu programmiere. Ach so. Wollte ich gerade sagen, es kann ja nicht sein, dass drei Lokomotiven so lange brauchen. Und tschüss. Tschüss. Ach so, das hat übrigens der Kerry auch bei uns, bei mir in den Kommentaren geschrieben, dass. Was? Tschüss? Nein. dass mit den Weichen, und zwar, das hatte ich ja in der einen Folge mal falsch gemacht, da bin ich ja häufiger durch die Weichen falsch gefahren oder hab nicht die Weichen bekommen. Ach, wegen links und rechts? Genau. Ja. Und zwar meinte er nämlich, dass wenn man gleichzeitig W drückt zum Fahren, und dann versucht mit A und D zu lenken, kann es sein, dass er das ignoriert, wenn man durchgehend W drückt. Da muss man quasi vor der Weiche einmal W loslassen und dann eben A oder D drücken, damit man lenken kann. Weil er das sonst wohl angeblich, also das hat er so geschrieben, dass sie das dann ignorieren teilweise. Mhm. Ne, dass dann der Trigger nicht kommt. Ja, das ist gut zu wissen. Ja, macht, hört sich auch sinnvoll an. Also Alter, wie das hier aussieht gerade, ne? Ach, das bist du wieder. Mhm. Ja, ich muss mein Holz loswerden. Aha. Und ich war gerade auf die zweite Bahn. So, ich werde jetzt mal gerade einen Kontrollbesuch da oben machen beim Eisen. Und die Von Bahn oben mal kommt ja noch genug Eisen, oder? Den richtigen Weg zu bringen. Momentan nur noch aus Ikan Eisen. Das kann aber nicht sein. Hier oben haben wir doch auch Eisen. Achso, klar, ich dachte, hier aus dem Norden kommt. So, ich dachte, Eisen. Du meintest jetzt den Zug. Nein. Nein. Okay, hier muss ich mal reparieren. Nein. Wo bleibt denn jetzt? Nein. Okay, hier kann ich schon wieder was abbauen. Ist geil. Kann ich das nämlich wieder weiterverwenden für die nächsten Vorkommen. Für die nächsten? Jo. Für die nächsten Vorkommen. Für deine nächsten Vorkommen. Genau. So, das ist auch schon wieder alles weg hier. Dann kann man bald sogar diesen Außenposten hier abreißen. Wenn es dann soweit ist. Könnte die Bahn langsam mal kommen? Die Bahn macht mobil. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Oder lässt dich extrem lange warten. So. Die Bahn steht im Stau. Genau. Also hier kommen auf jeden Fall noch Eisenvorkommen, Eisenerze rüber. Ah, da ist sie. Aus dem Norden. Ja, hier oben auf jeden Fall auch. Sehr gut. Ach, hier sind auch ein paar Vorkommen schon leer. Dann kann ich die Erzfüllerer mal direkt nehmen. So, was, Südkartoffel? Achso, Südkartoffel, okay. Genau. Bitte, was? Das ist auch ein schöner Wortwitz. Nicht Süßkartoffel, sondern Südkartoffel. Habe ich unbewusst gemacht. Ja, der ist voll. Voll lustig. Witzig. Aha, Flachwitz, ja. Danke. So, hier haben wir noch einen Steinvorkommen. Ach, guck mal. Wir haben hier direkt in unserer Basis im Norden noch ein riesen Kupfervorkommen, was wir noch nicht angeschlossen haben. Ja, ich weiß, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ja, wir haben es noch nie in die Tat umgesetzt. Das ist richtig. Wieso sind hier zwei Züge direkt nebeneinander? Weil sie es können. Ja, weil du die dahingestellt hast. Das ist doch scheiße, wenn die direkt hintereinander fahren. Ich muss den einmal anhalten. So, okay. Das hier gefällt auf mir nicht. Wie sieht denn das hier mit Plastik jetzt aus? In der Kiste sind irgendwie ein bisschen zu wenig, finde ich. Naja, das geht halt gleich wieder raus, ne? Ey, das kann doch nicht sein, ich war doch da gerade und jetzt wird auf einmal alles auseinandergenommen. Wo denn? Ja, rechts bei dem Kupfer. Eisen. Kupfer. Nein, bei dem Eisen im Osten, wo ich gerade war. Was, im Osten? Im Osten, genau. Wurde alles kaputt gemacht. Da habe ich gerade einen Kontrollbesuch gemacht und kurz nach dem Kontrollbesuch. Was, im Osten Kontrollbesuch? Ja, weißt du, kurz danach greifen sie auf einmal an. Das ist so typisch. Unerhört. Das ist so typisch. Achso, hier ist die Munition leer. Das ist ja schon mal schön. Dann werde ich hier jetzt auch noch Lasertürme hinstellen.
So, jetzt sind die ein bisschen auseinander, die Züge. Oh, da kommt schon wieder eine Alien-Invasion an. Habe ich. Oh, die wurden überfahren. Oh, das tut mir ja leid. Tut mir aber leid. Ich habe gar keine Lasertürme dabei. Naja, das passiert halt, wenn man einfach so über die Straße rennt, ohne nach links und rechts zu gucken. Ja, na gut, hättest du den vielleicht auch mal erklären müssen, ne? Ach, jetzt soll ich denen noch die Straßenverkehrsordnung erklären, oder? Ja, natürlich. Die sind ja, sind ja aus einer anderen Rasse. Also, die kennen ja unsere Geflogenheiten nicht. Das ist mir doch egal. Die, genau. Deswegen verteilst du denen auch immer Strafzettel, ne? Ja, genau. Bringt halt Spark. Genau. Ja, die parken ja überall, egal wo. Mitten in den Haltezonen. Nicht-Haltezonen, meine ich. Ja, genau. Nicht-Haltezonen. Alles gnadenlos abgerissen. Genau. Ja, aber ich sehe schon wieder. Es ist wieder soweit. Ja, es ist schon wieder soweit, das ist richtig. Ich habe aber gerade schon wieder viel angeschlossen, muss ich sagen. Hast du fein gemacht. Super. Und jetzt werde ich mal auf die Suche gehen nach Lasertürmen, dass ich die dann auch mal bauen kann in der nächsten Folge. Die brauchst du gar nicht bauen, die werden gebaut. Nein, ich meine hinstellen. Ach nee, die werden glaube ich gar nicht mehr die gebaut. Die nicht mehr, nein. Hier kommt irgendwie nichts. Nee, hier fehlt irgendwas. Was fehlt hier? Ach ja, die guten alten Batterien. Ja, aber von denen haben wir das. Ach, das wurde rausgenommen wahrscheinlich dann aus der... Genau. Ja. Zack. Natürlich gut. So, packe ich nochmal eben rein, dann kann er produziert werden. So, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Factorio. Also bis dahin. Tschüss. Geht klar, bis dann. Macht's gut. Tschüss.